bin hier bei den Gaelischen Werken angekommen. Ein ziemlich abgefahrener Lost Place hier direkt in Gießen. Einer zurückgelassenen Keramik-, Fliesen-, Backstein-, hast du nicht gesehen Fabrik. Was ist einfach zu geil, wie das hier zurückgelassen wurde, wie viel Zeug hier noch rumsteht. Und so beeindruckend, wie die Natur sich das Ganze hier zurückerobert. Überall wachsen diese kleinen Bäumchen und Farne und so. Sieht einfach richtig Hammer aus. Und ich finde es auch geil, hier einfach zu chillen und irgendwas Verrücktes zu machen. Und deswegen werden wir hier heute Nacht pennen. Wird richtig, richtig geil. Was macht ihr da? Guck mal, alles umstöpseln, damit es wieder Gut, dass du das reparieren kannst, Daniel. Ja. Das läuft nachher noch, ich sag's dir. Okay. Da rein, okay. Ja. Warum? Damit der Motor. Keine Ahnung. Da ist die Kupplung. Für die Fahranfänger. Das ist der fünfte, gell? Das ist der Rückwärtsgang. Na, scheiße. Fünf Gänge hat der. So, hier in den Lagerhallen der Gaelischen Werke wollen wir unsere Erkundungstour starten. Krasser ist aber eigentlich noch die Produktion. Es funktioniert noch! Ein Mischwerk übrigens. Mhm. Da wird gemischt und dann kommt hier der ganze Kram. Da kommt dann der Material raus. Der Material. Das ist der Gerät 4. Der Gerät 4. Das waren noch die guten Sachen. Der alte Gerät, ja? Wir gehen mal ein paar Etagen höher in der Hoffnung, dass es nicht gleich einkracht. Steht Codestation. 2. Was machen wir hier? Tretet ein in meine Galerie. Das ist meine Galerie. Der Sam meint dann, das wäre ein Mars-Roboter. Okay. Alles cool, so hat jeder eine andere Wahrnehmung. Ich finde Guillotine passt. Gut gemacht. So. Was ist scharf? Oh. Jetzt packen wir alle mal an, bis alle eine Wunde haben und wir kriegen alle eine Blutvergiftung. Geil, habt ihr euch ein Spiel einfallen lassen? Ja. Nice. Alter, das geht richtig ab.
Heftiger Shit hier. Ja, das ist übertrieben der dope Grill. Also hier könnte halt wirklich so ein Kopf auftauchen. Ja. Hey, da habe ich doch die Sachen alle reingeschmissen, Benni. Ja. Oder wenn du so ein bisschen mehr mit dir reingehst, dass da einfach so eine Leiche drin schwebt. Ja. Vielleicht springt hier irgendwie ein Knoll raus. Wir reden immer, es kommt von was da raus und dann kommt was von hinten. Ja, und schubst uns rein. Ja. Fackeln ist geil. Also wenn uns so eine Einzelperson jetzt begegnet, ja, die hat ein Problem. Schuss. Die hat richtig Schiss, ey. Kommen die Leute mit Fackeln an denen gestellt, die hat nur den Vorteil, die kann sich einfach in eine dunkle Ecke stellen und ruhig. Aber das glaubt die natürlich nicht. Ja. Man denkt ja immer nicht, dass derjenige, der die Fackeln hat, so wenig sieht. Wir werden nur von unseren eigenen Fackeln geblendet. Ja. Jetzt sind wir ja schon jemanden begegnet. Den haben wir im Schlafen gestört und denkt, was wir sind in dieser Schutthalle. Geil, danke. Das Gesicht hier. Oh yes. Über Blut gemalt. Die Fackeln müssen wir jetzt mal hier auf diesen Haufen legen. Nee, wir übernehmen die gleich wieder. Nur während wir da vorne hingehen, können wir die hier nicht,
können wir die natürlich nicht mitnehmen. Steck die mal rein, ey. Ein paar packen hier schon zusammen und machen sich gleich ab. Und dann sind Daniel und ich alleine hier, bis der Rest kommt und wir schlagen das Lager auf. So sieht's aus. Wir hatten hier gut ein bisschen gegrillt, ein bisschen gechillt und jetzt machen sich die Konsorten wie Tobi zum Beispiel ab nach Hause ins kuschelige Bettchen. Die sind leider zu weich für so harte Sachen. Ah ja. Ist das nicht leise, Alter? Da ist der Baum, eingeschlagene Scheibe, hier pinnen wir. Ihr Raben, völlig gestört, irrational, euer Krach. Wir wollen hier in Ruhe pennen. Hat ja fast was gebracht, die sind echt abgehauen. Hier im Pausenraum, da haben wir gepennt. Legendär. Guten Morgen. Wie fandst du deine erste Nacht? Top. Erste wie letzte wahrscheinlich. Erste wie letzte. Und du, Andi? Gut. Fandst du es arg abenteuerlich oder ging's sogar? Das ging. Es ging. War ein bisschen langweilig. Hätte mehr passieren können. Ich muss einer kommen können. Hätte mal ruhig einer kommen. Wird gern jemand in die Kapelle. So, wir verlassen das sinkende Schiff. Jetzt ist langsam wirklich dem Untergang geweiht und gehen nach Hause. Die Sprengung wird jetzt gestartet. So, keine Ahnung, ob wir verklatscht aussehen oder nicht. Jedenfalls war das eine Nacht mit mehr oder weniger Schlaf an den Galschen Werken. Richtig nice. Also eins muss man dazu sagen, Kinder. Erstens. Es ist verboten. Zweitens ist es gefährlich, wenn man nie weiß, welche Deppen sie uns zwei Mann in so einem Gebäude begegnet. Und drittens nicht nachmachen. Ne? Ja. Es ist halt einfach wirklich so, dass man bei sowas ein bisschen. Wenn ihr alt genug seid, könnt ihr die Gefahren vielleicht einschätzen und das machen, aber für die jüngeren Leute seid bei sowas vorsichtig. Es ist zwar cool und ich empfehle auch lieber rauszugehen, statt irgendwo drin zu gammeln und nichts zu tun, aber immer ein bisschen die Gefahren abschätzen können.